meine Mutter ist weg und wir können die letzten 20 Minuten für heute aufnehmen. Fortfahren! Wer ist denn dieser Tosch überhaupt? Na, wir haben nicht wirklich viel von ihm kennengelernt, er hat einfach nur Geschäft vorgeschlagen, die haben wir angenommen und wir haben dafür 110.000 Credits dafür bekommen. Und jetzt begleitet er uns und schlägt uns ein paar andere Geschäfte vor, deswegen kommt er halt mit. Das heißt, wir können mehr Missionen machen und wir lernen ihn auch ein bisschen kennen und ja, wie gesagt, ne, wir sind so mit neuen Leuten ein bisschen komisch drauf, weil der Teig ist, der verbirgt irgendwie etwas. Und jetzt noch Tosch, den wir gar nicht kennen, aber wir lernen ihn jetzt kennen. Ja, Bordzeit. Bla. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl. Sicher ist sicher. Schiffsmesse! Ghost, was ist das? Das ist sowas wie Elite-Einheiten der Terraner. Ghost und Sniper. Aber auch Elite-Einheiten. Ja, Nachrichten, warum nicht? Donny Vermillion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist John, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass unser auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN. Ganz bestimmt, alles zensiert, ne? Aber was ich zu sagen muss, UNN, ne? Ihre beste und einzige Fernsehreportage, na klar, mehr Zensur geht doch gar nicht. Was hältst du davon, Kollege? Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosch gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosch ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Mal ins Labor gechillt. Können wir da mit irgendjemandem reden? Eigentlich nicht. Doch können wir mit Hansen. Stimmt ja, die ist ja jetzt hier. Aus reiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jorium gefunden habe. Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz ohr, Doc. Was sind das für Eigenschaften? Jorium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Was zur Hölle hat Tosch nur damit vor? Ja, der Typ ist jetzt schon ein bisschen bei uns untergetaucht auf einmal. WTF, denkt man sich ja nur. Forschung können wir nichts machen. Wir haben nur 3 Forschungspunkte von den Zack bekommen. Uns fehlt noch eine. Ansonsten würde es, glaube ich, auch hier aufleuchten. Herr Arsenal, da gehen wir immer gerne hin. Weil wir hier mit niemandem reden können, sondern nur unsere Truppen verbessern können. Ja, die sowieso die geilsten. Eine Reichweite mehr und das. Ein leichter Panzerung, 3 mehr Schaden. Ja, machen wir mal. Die Typen werde ich auch einsetzen, glaube ich. Basis. Jo, wir können die Raketentürme verbessern. Aber die benutze ich eigentlich auch fast gar nicht. Also sparen wir uns die Kohle erstmal. Und gehen zur Brücke. Und ja, stimmt, wir sollten ja mit Tosch reden, der ziemlich abgespaced aussieht. Alter, was geht mit dir? Ah,
Da bist du ja, Mann. Wir geben ein gutes Team ab, du und ich. Was machst du hier, Tosh? Unser Deal ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Auf einem Planeten namens Bershir. Interessiert? Vielleicht. Was springt denn für mich dabei raus? Ich habe nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Drenor alles tut, um Manx die Hölle heiß zu machen. Und dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später. Ein bisschen finster, der Typ, auch ein bisschen mysteriös. Ihr könnt euch ja eure eigene Meinung zu dem ausdenken. Ich weiß ja, was das für ein Typ ist. Aber ich tue so, als wüsste ich noch nichts. So, wir haben neue Missionen. Einmal Bershir, also ein weiterer Auftrag von Tosh. Meinhof mit der Flüchtlingsgruppe oder Tarsonis, eines weiteren Artefaktes. Was machen wir denn? Oh, warte, jetzt kriegen wir die Fahrzeuge endlich mal. Was machen wir denn? Meinhof, Bershir. Ich überlege gerade, was schnell geht, aber ich schaffe eh nichts von beiden. Machen wir mal Tarsonis, glaube ich. Ach nee, es war das. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Stimmt ja, das war nichts mit Artefakt, das war da das, ja. Oh Mann, ey. Wir kriegen die Kobras, das sind meine Lieblings, Einheiten der Terraner, die auf Fahrzeug rumbasieren. Ich dachte, die Mission machen wir einfach mal, weil wir von Matt noch keine Mission gemacht haben, so gesehen. Und gegen Menzug ist ja immer schön, weil die mögen wir ja nicht und wir bekommen ordentlich Kohle dafür. Fangen Sie Züge ab, machen wir mal. Der nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge. Aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt. Also wissen wir nicht, in welchem. Wir müssen so viele wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Nee, ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tykers wird ausflippen. Tarsonis. Ach ja, warum die diesen Planeten wiedergesehen haben. Tarsonis war, glaube ich, so die ehemalige Hauptstadt der Terraner gewesen. Da, wo Kerrigan die Protoss gestoppt hat und wo die gesamten Zerg die gesamte Bevölkerung ausradiert haben, war das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das war dieser Stern. So, die Mission schaffe ich eh nicht, also... Also das schaffe ich eh nicht, also ich meine, dieser Folge schaffe ich das nicht. Nicht jetzt denken von wegen, oh, schaffe ich eh nicht, also lass ich die aus. Nein, das schaffe ich schon, nur in dieser Folge nicht, weil ich habe noch 12 Minuten, beziehungsweise gleich 11 Minuten. Und also wenn wir in der nächsten Folge hier weitermachen, 3 Missionen haben wir geschafft und hoffen Dialoge. Das wird ein langes Display, ups. Ja, los. Eigenerschreckt. So, hey, Forschung. Hier kämpfen wir nicht gegen die Zerg, sondern gegen die Liga. Ist ja auch nicht sehr toll. Und wir können Fahrzeuge bauen, die Kobras. Sir, es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Kobras? Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Ich lade Ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Und in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. Der Typ weiß natürlich sofort Bescheid. Yo, Alter, die kenne ich doch! Naja. Der Swan. Schon richtig geil drauf. So, die Vergifterknochen. Das sind die Forschungspunkte. Und ihr seht schon, die Züge kommen auch relativ schnell. Also nicht jetzt einfach so faule Haut rumhocken.
Da müsst ihr schon was machen. Jetzt geht's rund. Yay. Ganz harter Typ. So, Kobras bauen, die sind eh die geilsten Einheiten, finde ich zumindest. Und wir holen uns den ersten. Verlassen das Fahrzeug. Bisschen näher rangehen, schon gehört es uns. Wo ich aber auch nicht weiß, wie es bemannt wird. Naja, macht nix. Was liegt an? Was liegt an, Jung? So. Keine Sorge. BBF einsatzbereit. Ja, Ressourcen? Was liegt an? Ich weiß eh schon, wo die Gegner kommen. Also, beziehungsweise die Züge. Alles klar. Insofern schnappen wir uns noch ein paar Kobras. Ich warte. BBF bereit. Und, ja, bauen Verteidigungsmaßnahmen. Denn die Liga sagt nicht... Yep. Ja, sie sagt nicht nix, ne? Oh, Vergiftnerknochen. Bitte mitnehmen. Einsatzbereit. Wie ist der Plan? So, einen brauchen wir noch. Wo war denn der? Wo war denn der? Gute Frage. Weiß nicht. Fuck, den weiß ich jetzt nicht mehr. Boah, der kostet 150. Boah, okay. Ich brauche ein bisschen Vespingas. So, schnappen wir uns gleich den ersten Zug. Davon kriegen wir auch einen Haufen Ressourcen. Da können sie auch hoch, Schweine. Okay, das reicht für den ersten Zug. Ich glaube, der war unbewacht. Er kommt hier oben. Er ist wieder angezeigt, wo er ankommt. Und ein paar viele Punkte. Also der ist schon, boah, der hält schon mal aus, die Sau. Na, ja, mein Vater. Muss zur Arbeit. Oh Gott, ey, wie man mich... Nachtschicht, ne? Ja, Nachtschicht. Ich ist einfach nur Hasse, ey. Allein die Vorstellung. Wo bist du heute? Ich hab Nachtschicht. Wie ekelhaft. Vor allem in Bewegung. Ja, die können in Bewegung schießen, die Kobras. Deswegen sind die so geil. Feuer frei. Arbeit, Sir. Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. So, bauen wir mal ein paar Nachschubdepots. So, suchen wir uns jetzt schon mal den letzten Vergifterknochen. Ich glaube, der war irgendwo da hinten. Ja, wir müssen einen Haufen Züge schnappen. Warte mal, verpassen Sie keine Züge, das ist ja wohl kein Problem. Kobras finden, oh, da gibt es ja noch drei versteckte. Ich muss 8 Züge killen? Wow. Okay, aber sie kommen auch in regelmäßigen Abständen, also sie müssen nicht eine halbe Stunde warten und sagen, ja, jetzt kommt der nächste Zug. Die kommen relativ schnell. Und es ist ja nicht so, dass er einfach rumsteht und sagt, ja, cool, da ist er. Nee, die kommen nicht nur in regelmäßigen Abständen, sie werden auch teilweise bemannt, sodass sie ja schon wirklich ein paar Einheiten braucht. Und sie halten auch extrem viel aus, habt ihr gesehen. Verdammt, wo war der Vergifterknochen? War er doch da oben? Ich weiß gerade nicht. Hier unten ist ein kleines Lager. Hier geht mir sowieso nicht hin. Wo war der Vergifterknochen? Verdammt, das hab ich voll vergessen. Oh fuck. Ressourcen? Alles klar. Wo war der? Verdammt, wo war der? Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, wo ich ihn suchen? Wie ich sowas gar nicht mag. Einsatzbereit. War der doch da unten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mal sehen. Mal suchen. Einfach suchen. What the fuck, der kommt jetzt schon? Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Ja, finde ich auch lustig. Warte mal, sind das für Eskorten?
Auch ein paar Fußsoldaten, ey, die kommen gar nicht mehr hinterher. Waren wir jetzt alle oder nur die paar? Lol. Ja, das würde ich auch lustig finden. So, noch ein Nachschubdepot. Man kann ja nie genug haben, denn ich brauche einen Haufen Kobras. Ich mag diese Einheiten. So, den Zug knacken wir auf jeden Fall noch. Und dann will ich diesen letzten Vergifterknochen finden. Und die Kobras muss ich auch noch finden. Wo waren die nochmal? Oh Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Ich muss so viel suchen. Komm her, du Schwein. Oh, voll gegrillt. Ups. Hey. So. Ressourcen. So. Wo kam der nächste? Ich hab da unten. Jawohl. Was muss getötet werden? Ah, da ist eine Kobra. Schön. Einen gefunden. Smut. So. Alles klar. Da haben wir ja, dann können wir auch das Lager angreifen, denn ich meinte, dass ein Vergifterknochen da war. Ich bin aber nicht sicher, verdammt. Das schmeckt nach Sieg. Wirklich? Das sind nur Ressourcen. Ich habe jetzt gedacht, da wäre sowas wie... Kobra. Eine Kobra. Mann, ich brauche so viele Kobras, ich brauche mehr Nachschubdepots. Commander, ich fange erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Ja, habe ich ja schon Verteidigungstürme gebaut. Ich meine, das reicht sogar. Oh, verlassenes Fahrzeug. Ah, noch ein Kobra gefunden. Schön. Ja, such mal ein bisschen rum und finde sie. What the fuck, das ist ein Gebäude gewesen. Ach ja, übrigens, falls es die Liga meint, ja, sie können mich jetzt platt machen. Was ihr wirklich glaubt, ich habe ja die Kobras. Oh, wow, für Feuerfresser. Okay, das habe ich in Erinnerung gehabt. So, falls ihr die Kobras heilen wollt, man muss ein bisschen nachdenken und dann weiß man schon, dass es Fahrzeuge sind. Das heißt, man braucht EBFs. Ich wollte gerade die Basis auseinandernehmen. Naja, dann halt gleich. So, die werden wieder begleitet. Diesmal auch mit Hellions. Fahrzeugen, die wir noch nicht bauen können. Noch schon mal gesehen haben. Aber die können wir bald bauen. In der nächsten Mission würde ich dann sagen. Holen wir uns die. So, ein bisschen versammeln, denn den Zug knacken wir jetzt noch. Aber ich will das Vergifterknochen noch finden. Und nicht so nah. Zu nah auch wieder nicht. Sonst komme ich dem Bunker zu nah. Will ich nicht. Mag ich nicht. Möchte ich nicht. Soll ich nicht. Wie fies einfach nur. Und wir haben so viel Zeit. Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Oh, da war er. Der Vergifterknochen, der war da unten. What the fuck? Ich hab gedacht, der wäre da oben. Lol. Egal, schnappen wir uns. Yeah, alle Forschung. So, jetzt müssen wir noch den letzten. Die wollten einen Bunker bauen. Also theoretisch müssen auch keine Angst haben, dass die Liga irgendwo Bunker baut, weil, ja, toll, dann bauen die halt Bunker, ihr geht woanders hin. Also Bunker bringen da nix. Ich suche jetzt nochmal die letzte Kobra. Vielleicht finde ich ja noch einen irgendwo. Mit einem Mann aufklären, versteht sich. Hier ist ein Bunker, den reiße ich natürlich direkt mal ab. Ah, da ist er. Tschüss. Unbemannt. Zerstört. Was ist das fies, ey? Tot. So,
So, ich meine, der wäre hier. Ja, da ja, haben wir ihn doch, den letzten, jawohl. Haben wir die Bonusziele erfüllt, jetzt sogar noch rechtzeitig. Schön. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. Jo. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, Leute, und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das entweder nächste Woche oder in zwei Wochen kommen die nächsten Parts von StarCraft 2. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Auf jeden Fall, dann geht's hier weiter mit den Zügen. Wir müssen noch ein paar erwischen und wir haben alle Bonusziele schon erfüllt. Geil. Dann bis zum nächsten Mal bei StarCraft 2, Leute. Ciao.